schönen guten Morgen aus Manderscheid. Es ist schon länger her, dass ich ein Video rausgebracht habe. Hing bei mir aber an einer Erkältung, die noch nicht ganz auskuriert ist. Deswegen kann ich auch morgen leider nicht den Burg Els Trail mit 65 Kilometern mitmachen, weil da würde mein Puls zu lange zu hoch sein. Und deswegen bin ich richtig neidisch auf Dominik und Sebastian. Ihr habt sie eben schon gesehen, die beiden sind heute dabei. Wir wollen nämlich hier den Burgenklettersteig absolvieren. Ich muss gerade einen Pilz ablichten, als B-Roll. So sieht's aus. So, und hier sind wir schon auf dem Zustieg zu dem Klettersteig. Wir haben alle die Ausrüstung dabei. Helm. Eigentlich brauche ich ihn nicht, aber ich habe extra auf dem Helm meine Kamerahaltung angebracht. Und deswegen werde ich den von Anfang bis Ende aufsetzen, damit ich nicht ständig mit den Händen filmen muss. Sebastian ist der einzige von uns, der den Klettersteig schon gelaufen ist. Er will uns aber nicht so richtig verraten, was da so alles passieren kann oder vorkommt. Und ja, wir werden es halt sehen. Aber hier herbstlich schön alles. Ich werde jetzt noch meinen Helm schließen. Oh. Und dann geht's auch schon los. Das ist, glaube ich, die Lisa hier. Nicht Lisa, sondern Liser. Und wir haben Zeit heute. Hier ist es wunderschön. Gibt auch keinen Regen. Vielleicht kommt nachher noch die Sonne durch. So. Und ihr seht natürlich gleich meine Fratze nicht mehr, weil ich die Kamera auf den Helm montiere. Aber ist vielleicht auch mal ganz gut. Geller? Geller? Auf jeden Fall. Los geht's. Die anderen sind ja schon oben. Ah, hier brauchen wir erstmal wahrscheinlich noch nichts. Man hat ja gesagt, erst einen lösen. Ja. Und dann den anderen lösen. Ja. Es gibt nichts zu lachen, das ist wichtig. Diese Wurzeln. Tja, was hier passieren kann, wenn man abrutscht, dann ist man erstmal nass. Im Sommer ist das ganz schön. Das ist verdammt rutschig. Mit meinen Schuhen, ja. Heute ist nicht viel los, das ist schon mal gut. Im Sommer habe ich hier von anderen Dingen gehört, was hier los ist. Aber da wäre ich jetzt wahrscheinlich schon hier ins Wasser gesprungen. Also das Problem, was ich habe, ist, wenn man mich hört, meine Schuhe. Hier sind zwar hohe Wanderschuhe, aber von dem Profil nicht mehr so gut. Aber wird schon klappen. Richtig schön, Leute. Puh. Ein bisschen verschlaufen. Weiter geht's. Wieder weit. Schmugglerweg, sagt mir doch irgendwas. Ach, Schmugglerpfad gab es, glaube ich, irgendwo. Oder Ultramarsch Eifel, ich weiß nicht. Dieser Schmuggler. Ich muss gleich erst noch mal die Kamera überprüfen,
ob ihr überhaupt was seht. Nicht, dass die zu weit runter geht. Ja. Ich weiß, hier mit meinen auch schon irgendwie. Gehe ich hier runter? Gerade hier diese Wurzeln, die nach unten gehen, gell? Ja. Schwierigste ist irgendwie dieser rutschige Stein. Gibt's doch gar nicht. Das ist so hart Gummi hier und hier. Das ist echt die falschen Schuhe abgehauen. So, hier unten sehen wir den Dominik. Ich hoffe, wir sehen ihn. Wenn die Kamera in die Richtung geht. Hinter mir. Ja, halt wahrscheinlich im Fels. Sebastian? Die war wahrscheinlich mal irgendwie mehr gewesen oder so. Alter, ist das klasse. Auf dem Weg. Mal um die Ecke gucken, was ist da los? Ist der Dominik? Ja, da geht's runter, ganz genau. Ja, ob hier drauf oder da? Ja. Sind ja eigentlich Treppenstufen hier. Prost. Mit starken Armen geht das aber, oh, jawohl. Hier ist ja auch mit einer Hand schwierig. Ja. So, geh schon mal weiter. Sonst halte ich den Sebastian noch auf. Ich habe jetzt mal den Helm abgenommen, um mich zu filmen. Ja. Also, es geht ordentlich in die Kondition schon, diese erste Passage. Es geht in die Arme, aber da kommen ja noch zwei andere Passagen. Keine Ahnung, es wird noch lustig. Ich glaube, ich heiße, ich hab ein Beinchen gestellt oder so. Was hast du? Ich hab dir kein Beinchen gestellt. Wir haben ja Kraft in den Armen, also können wir uns auch festhalten. Sebastian filmt jetzt natürlich, wie ich ins Wasser falle. Aber ich muss mich festhalten, sonst komme ich hier nicht hoch. Muss man nachher mal melden. Huhu. Wäre es mit den Caldera 7 wahrscheinlich besser gewesen. Ja, habe ich auch. Aber die sind halt dann, wenn du so leicht schräg bergab, dann schmieren die so. Ja, aber du könntest quasi mit den Calderas, kannst du dich um so eine Eisenstange drum. Ja, umfassen, weißt du, oder so stimmt. Also wir haben es heute wirklich gut. Es ist im Moment nichts los hier. Es sind noch zwei, drei vor uns. Und deswegen ist das hier entspannt. Ja, das geht schon in die Arme. Eieiei. Wo ich dann auch wieder merke, dass ich mal wieder bald mein Fitnessstudio aufsuchen sollte. So, hier will ich nichts riskieren mit meinen glatten Schuhen.
Deswegen hänge ich mich hier ein. Gibt zwar nur eine Erfrischung, wenn man da runterfällt, aber mittlerweile ist das auch ein bisschen kühl, das Wasser. Junge, Junge. Oh, wie soll das denn jetzt hier gehen? Ach so. Das sind hier so richtig speckige Steine. Und ich rutsche hier ab. Was ist runtergefallen? Dominik's X4 ist gerade runtergefallen. Ich hoffe, es ist nichts passiert an der Linse. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier treten muss. Ah, es ist ja herrlich hier. Herbstliche Stimmung an der Liese. Meter 40 manchen angegeben. Ja. Meter 40 sollte man mindestens an der Stelle, wo wir jetzt gerade den Sebastian gesehen haben, ist diese Stelle, wo beim Klettersteig die Mindestgröße von 1,40 Meter angegeben ist, weil kleine haben da wahrscheinlich Schwierigkeit, sich festzuhalten und unten gleichzeitig auf dem Seil zu stehen. So, Dominik wartet. Jetzt kommt die Sonne raus, herrlich. Tennisarm. Junge, ich denke, da kommt der Weiß was. So, da sehen wir schon den Dominik jetzt in Aktion. Das ist auch eine der etwas höheren Stellen. Er hängt jetzt schätzungsweise im Grund mit dir. Das ist hart so. Warte, lass mich mal kurz hier weg, dann kann ich einen Boris Platz machen. Angegeben als nur für Geimpfte. Und hier steht Exit Only, also nur Ausgang. Aber ich habe gehört, auch ein Ausgang kann ein Eingang sein. Hast du darüber gesprochen? Du guckst mir so skeptisch. Oder Niederborg schon sehen. Boris ist auch wieder da. Ja, dann auf die Finanzkarte. So, jetzt geht's auch schön. 3 Stunden, ne? Richtung Etappe 2. Oder es ist schon die zweite. Insgesamt, wie viel Kilometer hat der? 3, ja, muss es einblenden, ich weiß, habe mich nicht informiert. Aber jetzt kommt die Sonne raus. Super. Ich wusste es mal. Ja.
Herrliches Wetter. Herrlich. So, nach Etappe 1 ein kleines Päuschen. Etappe 2 geht jetzt schön nach oben. Hier müsste man halt nur aufpassen, wegen Steinschlag eventuell. Und deswegen ist der Helm nicht schlecht. Aber ich habe den Helm hauptsächlich, weil ich die Kamera hier drauf habe. Sebastian hängt in der Rastschlinge. Ja, da oben werde ich mich auch sichern. Sicher ist sicher. Oder Martin Schneider würde sagen, sicher ist sicher. Ja. Jo. Das ist nicht normal. Da unten kommt eine Katze. Gibt's denn sowas? Da unten kommt eine Katze hinterher. Eine Katze? Ich hoffe jetzt nicht, dass die hier die Felsen holen. Die waren nur am Miauen. Also da, wo wir eben uns eine schwarze Katze, ich habe sie auf der Kamera drauf, ja. Hat sie jetzt verbogen hier. Ja, sind wir mal gut. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, auf dem Video auf jeden Fall. Also wenn die jetzt hier nachkommt. Nicht schon hier oben, ey. Ha? Nicht schon hier oben, ey. Der hat hier richtig, der Anstieg war gut, ey. Ja. Mann, Mann, Mann. Leute. Ja, meine ich ja. Mein Gewicht bleibt gleich, aber dort unten ist die Unterburg. Und hier sieht man auch die Brücke, wo es jetzt gleich auf der dritten Passage drüber geht. Sebastian? Okay, dann gehen wir auch mal da hoch. Gut, dass ich einen Helm anhab.
So, jetzt laufen wir auf die berüchtigte Brücke zu. Ich weiß nicht, ob es erst noch mal einen kleinen Abstieg gibt. Wahrscheinlich irgendwo da hinten, da ist die Brücke, wie man sieht. Ich bin gespannt. Da nochmal die Unterburg. So, da ist die Niederburg. Jetzt geht's auf den Steig wieder auf der anderen Seite. Da an der Felsenwand entlang unten. Und dort hinten dann hoch. Und dahinter müsste dann die Brücke sein. Los geht's! Uiuiui, liebe Leute, wir haben jetzt 13.15 Uhr. Jetzt kommen wir zur körperlich anstrengendsten Passage, glaube ich. Also viel Armkraft, wenn wir jetzt schon die zwei anderen Etappen haben. Das ging schon ganz schön in die Arme. Und jetzt geht es hier wirklich an der Wand entlang. Also meistens an den Armen hängen. Auf jeden Fall habe ich hier auch eine Rastschlinge dabei, wo man sich mal einhängen kann. Mal sehen, ob ich sie brauche. Aber wir haben heute, wie gesagt, das Glück, dass wirklich nicht viel Leute unterwegs sind. Ich will nicht wissen, was hier im Sommer los ist bei schönstem Wetter. Sebastian steigt schon ein. Wenn ihr mich hört, neben dem Wasserrauschen, dann geht's jetzt auf die dritte Etappe. Ah ja, und man sieht schon, wenn man hier runterfällt, wird man halt nass. So einfach ist das. Wollen wir aber natürlich nicht werden. Das wird jetzt schön. Das wird hart, boah, ey. Das wird Schmackes in den Armen. Sebastian hat eine Kamera auf der Hand. Das ist natürlich auch top. Der schockt mich immer hier, ne? Ich habe es jetzt leider nicht gefilmt. Okay. Aber man sieht schon, dass das einiges an Kraft erfordert. Aber Sebastian läuft ja da entlang wie auf einem 100 Kilometer Mammutmarsch. Ja. Boah. Oh, hier das Ding ist auch locker. Das Schwierige ist hier wirklich diese Klette. Muss erstmal gucken, wo hier die dritte sind. Ach du liebes bisschen. Meinst du erstmal zum Ausruhen oder was? Alter Verwalter. Und noch mal einen Kunststep hier. Zack. Das geht in die Arme. Leute, ich muss wieder ins Fitnessstudio. Sonst hat das keinen Taug. Man kann auch nicht greifen hier, also das heißt wirklich, man muss sich hier an dem Seil hochziehen. Ich habe leider nicht so lange Arme. Oh.
geht er genauso wieder runter. Hier muss man die ganze Zeit nach Stufen suchen. Oh, oh. Tatsächlich erstmal in der Rastschlinge. Sebastian hängt da an der Ecke. Ja, kannst ruhig schon weiter. Ja, ich stehe die ganze Zeit, regeneriere mich. Ich nehme jetzt mal hier nach unten und quetsche meinen Helm aus. Da kommt bestimmt Wasser raus, wenn man sieht. So, weiter geht's. So, Sebastian hat mir jetzt einen Akku ausgeliehen. Und somit kann ich weiter filmen. Ich weiß es nicht. Also nicht an der, wo wir schon waren. Eieiei, also ein Stück runter, anders geht's nicht. Auf geht's! Ja, geht's auch nochmal gut hoch jetzt. Man schafft's kaum, die Arme ausruhen zu lassen. Falscher Fuß! Ich habe hier so rutschige Schuhe. Ich glaube, da wären die Caldera tausendmal besser gewesen. Ja. Schaut euch das an, Leute, hier. Mit den Calderas hätte ich das machen sollen. Sebastian hat hier richtig gut Halt da unten. Und ich rutsche mit meinen weg hier. Das ist unglaublich. Also das nächste Mal ziehe ich meine Caldera wieder an. Ja, Sebastian macht das ja schon wie ein Freeclimber. Boah, Leute. Hier unten sind Stufen, sehe ich jetzt erst. Hopf.
Boah. Ha? Hier, ja. Keine Kraft mehr bei den Armen, ey. Das geht. Ich muss nur mal kurz ausruhen. Diese Schuhe. Da kriege ich gerade die Wut. Nach wie vor mein Hauptproblem sind die glatten Steine. Ich habe es vielleicht schon 1000 Mal gesagt. Ich sag's auch noch mal. Ich höre den Dominik da oben. Warum ist der jetzt viel schneller? Ja. So, die Kräfte verlassen mich. Aber es nützt ja nichts. Ich habe hier keinen Halt. Ich kann sowieso nicht mehr weiter, wenn du die Kamera fallen lässt, die Pfeife. Da warten wir noch, bis der Dominik drüben ist. Und dann gehen wir auch rüber. Aber da drüben scheint es wirklich noch mal ganz schön hoch zu gehen. Geht hier noch mal ganz schön hoch hier. So, ihr Lieben, damit sind wir auch alle Male wieder vereint. Da kriegt der Boris die letzten Meter über diese teuflisch hohe Hängeseilbrücke. Dominik hat es auch geschafft, trotz, du hast ein bisschen Höhenangst. Bisschen, ne? Ja. Bisschen Höhenangst. Aber wenn man langsam geht und so weiter, alles kein Problem. Aber der Pöbel schaukelt trotzdem ganz schön. Ne? So, jetzt nach der Brücke kommt die Tempelwand. Schwierigkeit CD. Dominik ist wieder zurück. Der hatte eben Probleme mit dem Arm. Ich probiere es erstmal. Sebastian ist noch da oben. Ich probiere es. Ich habe auch keine Kraft mehr in den Armen. Mal sehen. Ich werde hier vorne um die Ecke sehen, ob es klappt oder nicht klappt. Wenn nicht, gehe ich halt auch wieder runter. Junge, Junge. Was? Bei mir war es halt wirklich jetzt hier 10 cm zu kurz, um an diesen Griff dran zu kommen. Oh, habe ich hier richtig irgendwas gerissen. Hier auch wieder meistens nur Kraft in den Armen, aber die lässt wirklich nach. Aber hier ist wenigstens der Stein griffig
und nicht so rutschig. Deswegen ist das hier wieder eigentlich kein Problem. Hier ist es ja wieder einfach fast Treppensteigen. Sebastian ist schon da oben am Kreuz. Ich muss nur so langsam machen wegen meinem Puls. Ich will nicht mit meinen blauen Lippen hier herunterfallen. Ich glaube, das war's. Das war's. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Ebenso, danke. Habe ich blaue Lippen? Bisschen. Sehr cool. Lass uns mal eine Nacht drüber schlafen. So Leute, die Tour ist gegangen. Die Daten gibt es in der Videobeschreibung. Und ich werde jetzt hier nach Hause fahren. Ihr zwei, ihr wollt morgen noch Burg Elstein machen? Ja, mal sehen. Ne? Mal sehen. Ja, also ich muss sagen, ich würde es nicht schaffen morgen. Aber gut, das ist bei mir jetzt. Bei mir war das Problem eben hier. Dieser eine Griff war 10 cm zu hoch. Ich kam nicht dran. Du bist so klein, aber du bist auch nicht so groß. Ich bin 1,40. Hat es gerade so geklappt. Ja. Er lief hier eh wie so ein Free Climber. Ich fand's geil. Bei dir war das wie so eine Spinne. So. Ja, ne? Ja, ich habe aber auch Ping in der Hände jetzt. So ist es nicht. Geil. Das geht auch nicht spurlos mehr vorüber. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so, ja, von der Kondition her, so anspruchsvoll ist. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau, war toll. Ja. Euch mal wieder zu sehen. Das nächste Mal sehen wir uns, ich weiß nicht, irgendwo November. Auf irgendeinem Campingplatz, glaube ich. November. Ja. Genau. Und Dankeschön. Somit würde ich sagen, macht's gut. Danke, mein Lieber. Bis denn. Zack. Na, Idiot. Ciao. Und tschüss. Schön. Jetzt kann ich endlich was trinken, weil ich hab nichts mehr. So, ach, kurz. Binken. Vergiftete Daumen, irgendwas. Das reicht wohl hier.